Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Barlin, ich habe zu 99% alles unterstreichen können, was Sie gerade gesagt haben. Und dann haben Sie den Schlusssatz gesagt. Das entsprach voll der Erwartung, die offensichtlich auch der Kollege Ritter hatte. Das war auch klar. Aber ich finde, man sollte in der Tat schon noch mal darüber nachdenken, wenn man denn eine so hohe Übereinstimmung in einer derartigen Frage hat, ob man dann, wo alles in der Tat des Beitrags daraufhin orientiert, wenn man jetzt als unbedarfter Zuhörer, der die Praktik hier im Landtag nicht kennt, dann zuschauen muss und dann zu einem Schluss kommt, den in der Tat kein Mensch mehr versteht. Und vor dem Hintergrund, weil vieles richtig gesagt worden ist, will ich das jetzt nicht hier wiederholen, sondern mich mit meinem Beitrag auf zwei Dinge konzentrieren, die ich auch beachtenswert finde, weil gegen die Extremismusklausel, die Frau Schröder seinerzeit zu verantworten hatte, ist ja geklagt worden, auch in Sachsen ja übrigens. Und die Klage ist seinerzeit vom Verein Alternative Kultur- und Bindungszentrum Sächsische Schweiz eingereicht worden, ist dann gewonnen worden, wie Sie sicherlich alle wissen. Und ich will mal zwei Passagen aus der Begründung der Klageschrift verlesen, weil ich finde, sie trifft vieles von dem, was das Problem mit der Extremismusklausel ausmacht. Ich verlese mal. In der Klageschrift heißt es, so gebe es keine verhältnismäßige Möglichkeit, das abgegebene Bekenntnis auf seine Wahrhaftigkeit hin zu überprüfen. Es besteht damit kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Abgabe des Bekenntnisses und dem beabsichtigten Förderziel. Darüber hinaus sei es eine Fehlvorstellung, dass die Ablehnung des schriftlichen FDGO, das ist die Abkürzung, Bekenntnisses gleichbedeutend sei mit dem Unterhalten und Fördern verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Denn die bloße Kritik an Verfassungswerten und Verfassungsgrundsätzen sei ausweislich des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes 6C2209 aus 2010 nicht als Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzuschätzen. Der Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wäre durch eine derartige Kritik nicht verlassen und so weiter und so weiter. Dann ist dem Antragsteller aber insbesondere deshalb gefolgt worden, weil der Kläger zu Recht rügt, für ihn sei die Regelung nicht so vollständig klar und unzweideutig, dass er sein Verhalten danach richten könne. Also es gab auch noch eine kräftige Watsche für die Ausführung der Extremismusklausel, weil sie zu unbestimmt war. Und nun hätte man naiverweise davon ausgehen können, dass die seinerzeit zuständige Ministerin Schröder das zurückzieht. Das hat sie mitnichten getan, sondern sie ist im Widerspruch gegangen und befinden uns ja im Augenblick in einer Situation, in der genau das wieder verhandelt wird. Und es wäre jetzt eigentlich ein leichtes für die Ministerin, und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass sie das auch tut, weil sie sich sonst unglaubwürdig machen würde, dass sie da die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht, weil sie auch inhaltlich dahinter steht. Der Kern des Problems der Extremismusklausel ist aber das pauschale, über alles hinweggehende Misstrauen, was sie gegenüber denjenigen zum Ausdruck bringen, die sich mit dem Rechtsextremismus und seinen Ausprägungen auseinandersetzen. Das ist der Kern. Und in dem Zusammenhang, Herr Ritter hat das auch schon getan, Herr Ritter, Sie haben das pauschaler getan und sich auf den NSU-Bericht bezogen. Ich will das auch an einer Stelle tun, aber etwas konkreter. Auf der Seite 865 folgende NSU-Untersuchungsausschussbericht des Deutschen Bundestages heißt es, in manchen ländlichen Regionen, wo demokratische Werte und Normen, aber auch Repräsentantinnen und Repräsentanten demokratischer Institutionen zu wenig präsent sind, gehören sie zu den wenigen, die sichtbar und aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten und die für ihr demokratisches Engagement von Neonazis bedroht und angegriffen werden. Dieses Engagement muss unterstützt, ausreichend gefördert, ausgebaut und verstetigt werden. Und diese Personen, diese Institutionen, auch noch mit einer Extremismusklausel zu bestrafen, gehört einfach nicht hin. Und wir wissen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern auch durchaus solche Regionen haben. Wir werden selbstverständlich dem Antrag der Linksfraktion die Zustimmung geben. Wir verstehen das ausdrücklich als Unterstützung der Ministerin. Und ich denke, Sie doch noch mal darüber nach, wenn Sie Redebeiträge halten, die all das bestätigen, aber im letzten Satz das alles wieder umstoßen. Herzlichen Dank.